Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing von der aktuellen Barbara Box für dich. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Barbara Box ist eine Beauty Box, die alle 2 Monate erscheint und zwischen 24,96 glaube ich und 29,95 pro Box kostet. Wir haben hier Produkte aus dem Berufen, genau, aus den Bereichen Hilfe, Beauty, Lifestyle, manchmal auch ein bisschen Schmuck und ein bisschen was zu essen und zu trinken mit dabei. Und ja, sie hat immer einen schönen Warenwert, definitiv. Ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Barbara Box Team. Und ich darf auch hier eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. So, hiermit habe ich jetzt dann also den Standardtext abgesprudelt und jetzt bin ich einfach super gespannt, was wir in der Box drin haben. Es führt aber keinen Weg dran vorbei, dass wir uns vorher aber nochmal kurz dem Barbara Magazin widmen, denn die Barbara Box ist inspiriert von dem Barbara Magazin, genau, was von Barbara Schöneberger, die auch meistens auf dem Titelbild zu sehen ist, gemacht wird. Was kostet? Deutschland. Wo ist Deutschland? 4,70 €. Genau. Und hier habe ich das Thema, mache ich morgen, liegen und liegen lassen. Das finde ich auch irgendwie witzig. Wie gut es doch tut, die Dinge einfach mal aufzuschieben. Stimmt. Ne? Ich bin eher so ein Typ von, mache ich direkt. Gerade so mega unangenehme Aufgaben. Aber wenn es um Sachen, die extrem unangenehm sind, wie zum Beispiel eine Steuererklärung, die schiebe ich Ewigkeiten auf. Nicht die beste Eigenschaft meines Lebens, aber ab und an muss es auch mal sein dürfen, um das so zu sagen. Aber meistens ist es auch wirklich so, wenn ich irgendwelche Aufgaben habe, mehrere To-Dos, mache ich meistens zuallererst das, was mir am allernervigsten ist und was am längsten dauert, damit ich es einfach vom Tisch habe. Vielleicht zwischendrin, um mich zu motivieren, mal so eine kleine andere Aufgabe zwischendurch, aber im Großen und Ganzen, ne? Ja, so viel schon mal zum Motto von der Zeitschrift. Wir sind noch gar nicht bei der Box. Manchmal haben wir hier Proben drin, aber eigentlich eher selten. Dieses Mal auch leider nicht. Aber ich lege sie schon mal zur Seite. Ich finde es auf jeden Fall vom Motto her sehr, sehr angenehm. Und jetzt entnehme ich mal den Deckel. Ich entferne ihn. Ich gehe mir hier zur Seite. Und dann gucken wir in die Box rein. Wir haben ein Seidenpapier, was mit einem Seidenschleifchen zusammengehalten wird. Riechen aber erstmal dran. Ich rieche nur Papier. Na gut, dann machen wir das Schleifchen einmal auf und gucken mal rein, was sich hier drin verbirgt. So, wir sehen zuallererst ein Beauty-Magazin und das Krüppelpapier, Mist, fällt durch die Gegend. Girls just wanna have sun ist das Motto, finde ich sehr, sehr schön. Ja, heute ist auch die Sonne mal wieder etwas rausgekommen. Ich sitze hier zwar im Winterkleid, läuft bei mir, aber ja, wir haben hier auch irgendein Produkt drin, wo meine Mädels aus der Trashy-Wanderpaketgruppe schon gesagt haben, oh mein Gott, ich hoffe, ich hab's drin, denn es gibt hier ein Produkt von Barbour drin. Ich bin sehr gespannt, denn es soll verschiedene Ausführungen geben. Wir gucken aber erstmal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Und da lächelt uns direkt die liebe Barbara Schöneberger an, um uns zu sagen, was man sich dabei gedacht hat. Jules, ich sollte lernen zu reden. Ja, Girls just wanna have sun. Was gibt es Schöneres als einen Sommertag, der nicht enden will? Ob mit den besten Freundinnen in der Rooftop-Bar, der Familie am Badesee oder alleine auf dem Balkon. Girls just wanna have sun. Diese Box versüßt Ihnen garantiert den Sommer und das Barbara Box Brillen-Etui, jetzt kommt hier schon ein kleiner Spoiler, ne? Schützt jede Sonnenbrille vor Kratzern und sieht dabei noch stylisch aus. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit Ihrer Box und einen schönen Sommer, Barbara Schöneberger. Ja, passt ganz gut. Es ist jetzt die August- und September-Box oder es ist die Juli- und August-Box. Sammy, weißt du das? Ich weiß es gerade nicht. Hatten wir nicht letztes Mal Mai, Juni? Da müsste jetzt eigentlich Juli, August sein, ne? Naja, und ich habe sie jetzt heute am 1. September. Nein, das ist die August-September-Box. Verwirrung ist schon mal am Start. Läuft. Jo, wir gucken in die Box rein. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ich habe hier von Santa Verde Naturkosmetik Aloe Vera Gel pur ohne Duft, versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit, beruhigt gereizte und irritierte Haut. Kann ich sehr gut gebrauchen, denn ich habe aktuell sehr, sehr irritierte Haut. Ich weiß nicht, ob das auch dafür gedacht ist. Ich habe es heute wirklich sehr gut
übergeschminkt bekommen, aber man sieht hier auch einen sehr dunklen Fleck. Ich kann euch vielleicht mal ein Bild einblenden, wie das aktuell tatsächlich an meinem Hals aussieht. Es ist nicht schön, muss ich wirklich sagen. Ich habe entweder so eine Art Reibeisenhauteffekt bekommen oder eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, nachdem ich letzte Woche Freitag, heute ist ja Mittwoch, mit meinen Mädels asiatisch essen war, wo ich das Buffet rauf und runter gegessen habe. Ich weiß es noch nicht genau, ich würde aber wirklich auf das asiatische Essen tippen, weil das halt wirklich hier so bei der Speiseröhre ist und halt auch um den Mundbereich herum, ne? Läuft bei mir wirklich ganz toll. Und deswegen fühle ich mich ein bisschen mäh. Aber gut, ne? Vielleicht hilft das. Ich habe auf jeden Fall aktuell von Sebamed eine Creme mit Omega 12 oder so in Anwendung, die ich da halt immer schön drüber gebe, auch im ganzen Gesicht, die meine Haut sehr gut beruhigt und halt Tabletten für innen, ne? Gut, ja. Naturkosmetik ist immer nice und ist eine schöne Geschichte, definitiv. Und hier haben wir dann einmal das Produkt. Ich weiß jetzt nicht, hier steht das jetzt gar nicht so intensiv drauf, ob das jetzt für das Gesicht gedacht ist. Nee, hier steht's. Anwendung nach dem Reinigen, dünn auftragen und sanft einmassieren. Die Anwendung kann beliebig oft wiederholt werden. Also ich würde jetzt davon ausgehen, auch weil es halt 50 Milliliter sind, dass es eine Gesichtscreme ist. Aber das muss ausprobiert werden. So, dann gehen wir zum nächsten Part und das ist der Naschpart. Das finde ich sehr schön. Und wir haben von Mitsuba Japanese Peanut Crunch and Crispies Mild. Die hatte ich auch schon mal in einer Box mit drin und die mag ich echt gerne. Das ist so ein Sammelsurium an so aufgepufften Sachen und dann hast du teilweise da auch noch so Stückchen drin und Nüsse hast du mit dabei. Also Stückchen im Sinne von, ist das Obst? Nein, ich weiß gar nicht. Doch, ich würde schon sagen, dass das irgendwie Obst oder Ingwer ist. Soy and Seaweed Flavored, also mit Soja und Seegras Geschmack. Okay, ja. Aber mir hat das letzte Mal echt richtig gut gefallen und deswegen freue ich mich drüber. Finde ich klasse. Und das ist, glaube ich, auch noch irgendwie so ganz, weiß ich nicht, oder? With Crunch. Hier steht es, palmölfrei, es ist gebacken, es ist vegetarisch und MSG-frei. Ich weiß jetzt nicht, was MSG ist, ne? Ja, das ist doch schön. Okay, aber wir haben ja hauptsächlich Bock auf Beauty und hier ist auch schon das Produkt, wo ich echt, ja, meine Mädels werden sagen, oh mein Gott, denn ich habe tatsächlich von Barbour hier den Bronzer drin. Man hätte alternativ auch einen Blush mit dabei haben können oder eine Mascara, was ich euch mal eben kurz zeigen kann. Das sind die drei Produkte, die auch als Highlight hier so gekennzeichnet sind. Ne? Und die drei wären theoretisch mit enthalten gewesen, eine von denen. Und ich habe halt den Bronzer. Das finde ich cool. Ich weiß gar nicht, ob ich... Habe ich nicht schon einen Bronzer? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich auf jeden Fall den hier. Und den mag ich gerne vom Packaging schon mal leiden. Das ist sehr sommerlich und so, ne? Und wenn ich dem Bild richtig das entnommen habe, sieht er so ein bisschen aus wie der von Love mit Hatice Schmidt. Nee, warte. Ich habe gar nicht. Ich habe den Sun Bronzer und nicht das Invisible Powder. Ah, okay. Dieses Invisible Powder, was da aufgeführt ist, ist ein Puder und gar kein Bronzer. Und das hier ist der Bronzer. Okay, jetzt spektakulär für mich, muss ich gestehen. So schaut der aus. Finde ich sehr, sehr hübsch. Das ist so richtig rillenförmig. Das finde ich sehr spektakulär. Und der hatte halt auch so einen Schimmer mit dabei. Sieht sehr cool aus, oder? Oh, das ist eher ein Bronzer-Topper, weil der auch so schimmert, ne? Ich weiß nicht, ob das jedem gefällt, muss ich gestehen. Ich persönlich finde es ganz cool. Ich finde es auch ganz süß, dass der hier in so einem Säckchen drin ist. Also hochwertig, hochwertig. Was kostet er denn? 31,90 Euro kostet er normalerweise. Okay, ja. Das ist dann verständlich, ne? Finde ich aber schön. Toll. Drüber machen macht jetzt keinen Sinn, weil ich bin wirklich sehr glowy, ne? Ich habe viel Highlight, viel Rampampam schon auf meinem Gesicht. Da wird man den nicht wirklich sehen. Aber der kommt in mein Full-Face-Beauty-Boxen mit rein. Bleibt gespannt. Und dann für September, ne? So, dann habe ich hier etwas. Das hatten wir, glaube ich, auch irgendwo mal in einem Adventskalender oder so drin. Wünsch dir was, weil ich dich mag. Das ist von Wonder Candle. Einfach so ein, ja, wie so eine Wunderkerze, ne? Und hier steht hinten drauf, für und von, in einer sternklaren Nacht, wünsch dir was und entzünde eine Wunderkerze. Beobachte das Funkeln. Mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen. All your wishes come true. Finde ich süß. Kann man schön verschenken zum Geburtstag, zu, ja, ne? Zum Dezember hier, Weihnachten. Ja, ja. Ich packe Adventskalender aus, Leute. Ich bin gerade ganz woanders. Und das hier scheint dann wohl das Brillenetui zu sein, von dem die auch gesprochen haben. Das
schaut mir persönlich jetzt nicht unbedingt nach einem Brillenetui aus. Weiß ich nicht, weil, ne, das ist ja relativ flach. Aber gut, wenn man da seine Sonnenbrille, die muss dann ein bisschen robuster sein. Wenn ich da eine Sonnenbrille reinmache, das kann man halt so aufklappen und hier dann das, die Brille reinmachen. Und dann klappt man das zu und wickelt hier den, die Schnur wieder drum zu. Kann man vielleicht auch als Partyaufbewahrung von irgendwas verwenden oder so. Und dann hier hinten einfach die Schnur wieder durchstecken. Dann hast du es auch zu und es geht nicht auf. Aber für mich persönlich ist es eher so, dass es mir zu flach wäre. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich da meine Brille reinmache, hätte ich Angst, wenn es halt so eine Metallbrille ist vom Gestell her, dass die verformt wird. Da kannst du halt nur irgendwie eine relativ günstige Sonnenbrille halt so reinpacken, so ohne Stärke oder sowas. Aber ansonsten wäre mir das zu flach. Jo, muss man auch mal ehrlich sagen. Dann habe ich hier noch etwas mit da drin. Das ist ein kleines Säckchen von Cricut aus Hamburg. Okay, ist da wo drin ist? Ich kenne Cricut aus Hamburg nicht. Ach, was ist das denn? Das sympathische Schuh- und Accessoire-Label aus Hamburg. Aha. Cricut. Und dann habe ich hier so einen Schlüsselanhänger, ist das wohl, ne? Im Leo-Design. Und da ist halt hier so eine Quaste. Ja, kann man machen, ne? Ich weiß nicht, ob die da jetzt einen Preis für mit beigeschrieben haben. Das finde ich natürlich ein bisschen... Ja, es ist halt ein Schlüsselanhänger, ne? Kann man machen. Aber bin ich jetzt nicht so Ultra-Fan von, muss ich gestehen. Ja. Wie lange ist der Gutscheincode gültig, der da mit beisteht? Weiß ich nicht. Ist einfach ein 15% Rabattcode. Falls du Bock auf Schuhe hast, kannst du da bestellen. So. Hm. Haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht so ultimativ vom Hocker, ne? Ist süß so im Täschchen, aber ja. Gut. Coolere Sachen bitte zu mir. Da habe ich hier auf jeden Fall etwas Schönes. Und zwar ist das von Parser. Da hatten wir schon öfters mal was mit dabei. Eine Entwirrbürste Detangling Brush to Go. Das finde ich schön. Die ist jetzt hier noch eingepackt, aber das ist halt so eine, ja, ganz reguläre Haarbürste. Und die kannst du halt to go mitnehmen. Raschel, raschel. Weil die noch so ein Teil mit dabei hat, wo du die halt wieder reinmachen kannst. Ne? Also die besteht aus zwei Teilen. Oben hast du dann die Bürste und unten drunter dann das, wo du die reinmachen kannst. Die habe ich, also nicht die, aber ich habe so eine ähnliche schon da. Und die kannst du dann einfach in die Handtasche reinschmeißen und hast die dann einfach gut mit dabei. Da wuselt nichts dran rum und so. Scheinbar, genau, du hast ja auch noch sogar einen Spiegel mit in diesem Deckel von unten drin, was ich auch sehr praktisch hier unterwegs finde. Dann hast du quasi zwei Produkte in einem, dann also quasi die Bürste und einen Handspiegel, das finde ich gut. Und ja, damit kannst du entwirren und stylen. Fühlt sich leicht gummiert von der Oberfläche an. Also erinnert mich auch an diverse Adventskalender, die demnächst auch hier wieder ausgepackt werden. Und ja, also tatsächlich wie, ne, Erwachsenenspielzeug. Aber ich mag die Haptik. Ne, hat man ja bei anderen Sachen auch öfters mal. Mag ich. Huh, Kopf und Kragen, da rede ich mich jetzt drum. Let your hair do the talking. Ja, schön. Das hätte ich auch wirklich meinem Paar gerade mal überlassen sollen zu reden und nicht selber mich um Kopf und Kragen reden. Okay, dann haben wir hier noch ein bisschen Stoff drin. Und zwar ist das Mionetto Prosecco. Den werde ich mir an einem ganz besonderen Tag öffnen. Das sind 200 Milliliter, der mir bald bevorsteht. Und dann ja, stelle ich mir den ins Kalt und dann wird er dann geöffnet. Einfach so als kleines geschafft. Genau. Und deswegen, ja. Das finde ich gut, gefällt mir. Ab und an ist es auch okay, mal so ein kleines Säckchen mit dabei zu haben. Ich weiß jetzt nicht genau, was die mit uns feiern wollen. Vielleicht, dass man jetzt endlich wieder so, ne, dass man Spaß hat. Girl just wanna have sun oder fun, wie auch immer. Ja, ne, ich hatte ja auch, wie gesagt, Mädelsabend. Sagte sie und zeigt auf ihren Hals. Ihr wisst Bescheid. Oh, dann habe ich hier was drin von Alverde. Professional Overnight Mask mit Rosenduft. Ich mag Rosenduft. Und das scheint, ja, fürs Gesicht zu sein. 10 Milliliter sind in dieser Einmalanwendung drin, aber ganz ehrlich, die kannst du dir auch einfach für mehrere Anwendungen nehmen und die dann einfach als Nachtcreme verwenden. Dann schneidest du die halt vorsichtig oben auf, nicht jetzt irgendwie aufreißen oder so, sondern gerade abschneiden oder nur eine Ecke oder so. Und dann kannst du dir das halt so umklappen und dann zum Beispiel mit einem Bobbypin oder so festmachen, ne? Dann ist es halt auch relativ luftig verschlossen und dann kannst du das für länger verwenden, weil ganz ehrlich, 10 Milliliter Creme brauche ich persönlich nicht am Abend und gerade wenn ich das als Nachtcreme verwende, ja, du kannst es dir auch dick drauf machen und es dann vorm Schlafengehen abwaschen, aber wenn du es halt wirklich als Nachtcreme nehmen möchtest, dann ne, geht das halt für mehrere Anwendungen und das finde ich auch okay. Genau. So, dann haben wir hier noch etwas drin, was echt groß ist. Voll krass. Was
ist das? Chick Mick Bamboo Napkin. 10% Gutschein für deine Bestellung im Chick Mick Online Shop mit dem Code SUNNY10. Na guck, da kann man auch noch was sparen. Und das hier sind einfach mal 20 Servietten in einer Packung. Für 3,95 ist es auf jeden Fall ein erschwinglicher Preis. Die werden auch bei uns in Anwendung kommen. Ab und an verwenden wir Servietten auch mal, ne? Also wenn wir auch Besuch da haben und so, dann mag ich das ganz gerne. Ich habe die ein oder andere bei mir aus der Familie oder aus dem Freundeskreis, die ganz bewusst sagen, Claudia, brauchst keine Servietten machen. Andere sagen, dass sie das total super finden, weil sie gerade irgendwie ihr halbes Getränk auf dem Tisch verteilt haben. Läuft. Manche, ja, vor allem, ja. Ja, ja, man hat so seine Pappenheimer, ne? Ich bin ja auch selber extrem tollpatschig. Und mein Freund auch. Und ja, egal. Man kennt seine Pappenheimer halt. Genau, und dann weiß man auch, wie man am besten zwei Servietten hinlegt. Hier haben wir auf jeden Fall die Bambus-Servietten. Wusste ich gar nicht, dass es sowas auch gibt. Finde ich sehr nachhaltig. Ist natürlich ein Stückchen teurer als normale Servietten, die man sich jetzt kauft, ne? Aber dafür hast du halt den Nachhaltigkeitsaspekt mit dabei und die fühlen sich an wie ganz normale Servietten. Hast du da ein Sandwich abgebildet und einfach so ein Getränk mit dabei. Das finde ich schön. Doch, fühlt sich schön an. Und ja, eine gute Geschichte, definitiv. Ich hätte jetzt aber echt gedacht, wenn du so ein großes Verpackungsding da drin hast, Wunder, was da drin ist, ne? Serviert. Ja gut, so überrascht einen die Barbara-Box, ne? Dann habe ich hier noch als letztes Produkt, glaube ich, sogar schon. Oh, Sammy, siehst du hier noch was im Karton? Nee, ne? Krass. Ein Monolidschatten von Lavera, das ist auch eine Naturkosmetikmarke. Beautiful Mineral Eyeshadow und der ist hier drin in der Farbe Ginger 29. Also, ja, Ingwer 29. Ich weiß nicht, was diese Farbe mit Ingwer zu tun haben möchte. Es ist für mich eher so ein Mauve-Taupe. Zwei Farbbezeichnungen, die du einfach auf alles anwenden kannst, wo du keine Ahnung hast, was es ist und es halbwegs warm, kühl, nein, Quatsch, rötlich Richtung mäßig ist. Mauve Taupe. Ich sammle alle Monos, die ich so über die Zeit in diesem Jahr in Boxen oder sonst irgendwo Adventskalendern drin hatte und werde daraus tatsächlich am Ende des Jahres einen Monolidschatten-Adventskalender basteln. Ich bin sehr gespannt, was dann dabei rumkommt. Ich weiß noch nicht, ob ich den verlosen oder verkaufen werde. Mal gucken oder verschenken. Ja. Läuft auf jeden Fall. Ein Lidschatten. Aber es ist dekorative Kosmetik. Also für mich natürlich das Wow-Produkt, das ist, ne, steht hier außer Frage, ist für mich definitiv der Bronzer. Weil, hallo, Barbour und dekorative Kosmetik kommen in eine Symbiose, in einer Box zusammen. Da freue ich mich wie sonst was drüber. Ansonsten sind es wieder schön ausgewählte Produkte. Es sind jetzt keine großen Pflegeprodukte dabei. Also nur, dass du halt mal so ein Duschgel oder sowas hast, das haben wir sonst ja öfters mit dabei. Was ich aber nicht schlimm finde, weil so hat man dann jetzt einfach mal auch die Zeit, andere Sachen aufzubrauchen und kann sich jetzt mehr so auf die Lifestyle-Produkte konzentrieren, die in der Box mit drin waren. Ich fand sie eigentlich ganz gut so gestaltet, ne? Für 25, 30 Euro für die Box definitiv ein Knaller. Und ja. Das war's jetzt hier von mir und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Beauty-Boxen-Unboxings aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!